auf Hindi sagt man Hawa Mahal, Palast der Winde. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Fünfstockige Gebäude. Aber von drin ist nur dreistockige. Das ist nur eine Fassade. Weil das ist der Stadtpalast. Und Palast der Winde ist ein Teil von Stadtpalast. Die Haremsfrauen kamen hier, die Staatsaktivitäten um zu beobachten. Diese Festung heißt Amber Festung. Grundstein wurde im 16. Jahrhundert gelegt. Aber das ist neuer Teil. Das ist neuer Teil. Ganz hinten Harem und der Maharaja Palast. Das wurde im 1580 gelegt. Das ist aus 1630, wo wir jetzt sind. In dieser Festung sieht man auch diesen Garten, wo Weintrauben angebaut wurden. Auch in dieser Festung. Roter Sandstein auch in dieser Festung, weil der Akbar Dritter Mogul Kaiser war der Schwiegersohn. Dieser Name Amber, ja, das ist von unserem Schlangengott Shiva. Dieser Hof wird Jalebcho genannt und dieser Baum, großer Baum, wo die Leute runter sitzen, daneben ist ein Göttin-Tempel. Startmauer, sehen Sie wieder diese Startmauer, das ist 9 Kilometer lang. Wie chinesische Mauer, ja, 9 Kilometer lang. Und überall ist die Wachposten für die Soldaten. Dahinter ist die alte Stadt. Und warum wurde diese Stadt von hier nach Jaipur verlegt? Weil der Maharaja konnte diese Stadt nicht erweitern. Weil das liegt in zwischen den Gebirgen. Ja? Deswegen der Maharaja konnte diese Stadt nicht erweitern. Er hat diese Stadt nach Jaipur verlegt. Und in dieser Stadt gibt es immer noch und früher auch nur die Handwerker. Die Teppichmaken, Schmuckmaken und alles. Malerei machen. Von hier, der Maharaja hat diese gebaut und dann hoch noch eine Festung gebaut. Da auf der linken Seite. Das war der Hof für öffentliche Besprechungen und Sitzungen. Es gibt bei uns, wenn man stirbt, dann nach einem Jahr machen wir eine Zeremonie. Ja? Wir spenden die Bällchen aus Weizenmehl, weil wir Hindus meinen, dass der Körper stirbt, aber die Seele nicht. Und wir spenden dem Hautpriester diese Bällchen aus Weizenmehl, damit der Körper die Seele einen neuen Körper formieren kann. Durch diese Tür gehen wir rein. Diese Tür ist Fresken, ja? Diese Malerei. Das ist der schönste Spiegelpalast von Indien. Es dauerte 30 Jahre, diesen Spiegelpalast zu bauen. Die Scherben ist aus Belgien, ja? Und eine ganz besondere Technik, dass die Scherben, die hält immer noch, kann man die Decke sehen, der Wand sehen und so. Und das wurde auch als Winterpalast benutzt. Das war ein Schlafzimmer, aber und Winterpalast wird auch das genannt, weil zuerst, das wurde mit Ziegelstein, dann kam Marmor, ja, dann wurde mit Kalk pflastiert, ja, dann diese Seeschell wurden gemahlen, dann wurde im Kalk wurde gemischt, wurde wieder pflastiert, dann wurde Silberfolie genommen und darüber mit Wachs wurde die Scherben geklebt. Das hält immer noch, egal welche Jahreszeit, die sind nicht kaputt gegangen. Hier eine Pflanze mit Schmetterling. Das ist so, wenn man das versteckt, das sieht wie ein Fisch, Skorpion und so. Das alles ist gemischt. Stück kann man nicht benutzen. Nee. Ja? Deswegen, die suchen den besten Part aus diesem Stein, dann wird das geschliffen, poliert eigentlich und dann wird das benutzt. Ja?
Nur die Schmaragd, und Rubinen und so, diese Steine bekommt man aus Indien auch. Ja? Und wie wird das gearbeitet, wird hier gezeigt. Dann dieser Stein wird fixiert. Und dann kann man das schleifen oder polieren. Ja? Weil solche kleinen Stücke kann man im Hand nicht halten. Deswegen das auf dem Wächs fixiert. Und dann geht das, wie die Leute hier machen. Schauen Sie mal. Und der, mein Freund, der ist Spezialist von Observatorium, ja? Also der erklärt jetzt alles. Jetzt los. Und dieses Observatorium ist 281 Jahre alt. Es gibt 5 Observatorium in ganz Indien. Erste in Delhi, zweite in Mathura, dritte Varanasi, vierte Ujjain und letzte hier. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bis 2, eine Stunde. 15 Minuten, 30 Minuten, 45, eine Stunde. Hier 15 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15. Hier 1, 2, 3, 4, 5 Minuten. Da unter hier gibt es Sekunden. 20 Sekunden, 40 Sekunden, 60 Sekunden. Ja? Jetzt lesen wir diese Jaipur Site. Ja? Danach addieren wir 39 Minuten. Nach Solf, dann Schatten kommt hier. 5 Minuten, 6, 7, 8, 9, fast 10. Solf vor 10 Minuten. Addieren wir 39. Solf vor 49 Minuten. Das ist die indische Seite. Genau. Ja? Danke schön. Dann wir können hier diese Schatten sehen. Und Zeit auch ablesen. Und dann sehen wir Solf und 1. In der Zwischen, da gibt es diese Schatten. Ja? Und hier gibt es 5 Minuten. Aber wir können nicht genau ablesen. Ja? Immer Unterschied. 1 oder 2 oder 3 Minuten. Deswegen. Und hier unter, da gibt es hier Minuten. Sehen wir da. Gesehen? Und jetzt Solf vor 16 Minuten oder Solf vor 15 Minuten. Das ist die Jaipur Site. Das ist die Lokal Site. Plus 39. Ja? Solf vor 55 oder? Ja? Genau. Ja? Danke schon. Am größten Sonnenuhr der Welt. Ja, mein Maharaja war nicht zufrieden mit kleinen Sonnenuhr. Er mochte am größten Sonnenuhr. So, am größten Sonnenuhr wurde Jaising II. Gegründet und wir haben diese kleine gesehen. Da gibt es 20 Sekunden und das ist die 10 Mal größer als diese. Und dann wir können hier 2 Sekunden auch ablesen. Ja? Hier. Ja. Und dann sehen wir jetzt. Fast am aber Strich. Prozess ja. Ist gleich. Solf vor 30 Minuten. Das ist die Jaipur Site. Ja. Und addieren wir 39. Ja. Ja? 9 nach 1. Hemd und die Kleidung heißt Dhoti. Ja. Denn alte Leute tragen nicht Unterhose. Nee, genau. Und Frauen auch nicht. Ja.
Chala. Maharaja, Maharani. अरे आप ही आए हैं। बोला हमने लगाई है तो पाठक जी की। Thank you.